Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ernte 2020. Ja, wir sind seit einer guten Woche oder eineinhalb schon dran. Da unten in meinem Gebiet ist Gerst jetzt auch schon weg. Ich gehe jetzt heute in Weizen, da nehme ich euch jetzt mal wieder mit. Ja, Gerste war nicht so der Hit, oder halt, ja, war nicht so viel, sagen wir es mal so. Also ertragsmäßig war Gerste gut, 7 Tonnen pro Hektar. Ja, aber es waren nur 4 Hektar, wo ich gedroschen habe, der Rest hat der Chef gemacht. Und ja, jetzt darf ich weitermachen, jetzt habe ich Urlaub. Geht auch gleich schon mit ein paar nette Reparaturen los. Beziehungsweise Ausbesserungsarbeiten, der eine Sensor hinter spinnt schon wieder rum. Das hat man letztes Jahr schon mal. Hier vorne muss ich das Eisen austauschen. Ja. Dabei denke ich, nehmen wir jetzt mal wieder mit. Die letzten zwei Male waren halt Spontaneinsätze. Da bin ich während der Arbeit gerade um 12 Uhr Führarbeit gemacht und dann zack, zack auf den Drescher noch schnell abgehauen das Zeug. Naja, war die Kamera nicht dabei. Aber ich habe es jetzt heute dabei. Und ich denke, das passt dann schon. Ah, das werden wir uns mal im Schrauben versuchen. Das mache ich ja so elendig gern. Nicht so wie der Sibos, kennt ihr den? Der schraubt ja gern. Naja, ich eher weniger. So. Also gut. Mal schauen. Das müsste der hier sein. Ja, naja, das ist das. Das ist noch dran. Okay, müssen wir das erst abnehmen. Aber sonst passt das. Okay. Also jetzt probieren wir erstmal das Kabel zu tauschen. Vielleicht liegt es ja wirklich noch am Kabel. Dann sparen wir uns die ganze Schrauberei. Das wird vieles einfacher machen. Also das Problem hier ist, der bringt mir ständig eine Sensorfehlermeldung und dann lässt sich das Sieb nicht elektrisch verstellen von der Kabine aus. Und das ist natürlich nicht so ideal. Aber ist das jetzt da reingeklemmt? Ja, ist noch reingeklemmt. Ach je Gott, sag's ja, Schraube. Das rein hier. So, mal gucken, dass das richtig drin ist. Nein, das muss falsch. Das muss nach unten. Logisch. Ah ja. Hoffen wir, das ist wirklich nur das Kabel. Schneidwerk müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Messerle tauschen. Die tollen Steine hier haben mir meine ganze Arbeit geleistet. Kann ich auf 20 cm Höhe machen und es haut ja trotzdem mal Klinge zusammen. Unglaublich. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. So, ja. Wie ich mitgekriegt habe, waren ja andererorts die Gerstenerträge nicht so der Hit. Wenn ich ja vom Glück schwätze. So, das ist all die Kabel, das nehmen wir wieder mit. So, jetzt lassen wir mal. Jetzt lassen wir mal Test laufen. Vielleicht reicht es ja schon. Vielleicht war das ja schon alles. Ja, können wir ja. Ja, können wir noch ein wenig in Riege aber gar nicht schließen. Seht ihr den? Ich weiß nicht, ob es ein zweiter Weg ist. Drüben ist die Schweiz. Das Weizenfeld, das hauen wir noch ab. Dann schauen wir mal. So,
zu, wenn ich dann noch Staubwolke mache. Oh, er bringt mal keine Fehlermeldung. Das ist doch schon mal was. Dann stellen wir mal Fruchtart ein. Erst Vollgas. Jetzt habe ich aber extra noch drin. Das war ja wieder zu einfach, oder? Das war ja wieder zu einfach. Jetzt bin ich eine halbe Stunde zu früh dran. Hat er keine Mock mit Schrauben, er zieht da, das ist auch gut. Ha! Wunderbar. Wenn das immer so einfach wäre beim Schrauben. Obersieb, Dritze. Gehen wir mal auf 11. Das gefällt mir nämlich nicht. 8, 7 hatte letztes Mal, ich glaube 6. Die Gläser gehen auch höher. Springen wir die Spreu nicht raus. So, also gut. Mal schauen. Stellen wir nachher hin. Machen wir den Deckel auf, schauen wir mal, ob Wasser im Korntank ist. Meine Uni hat es, glaube ich, nicht geregnet, aber bei mir reicht. Aber das muss ja nichts heißen. Na, wobei, das sieht eigentlich. Das sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. So, also gut. Gehen wir mal ans Schneidwerk in dem Fall. Dann stopfen wir schnell das Kabel rein, dass das wieder alles passt. Dass das wieder alles schön passt hier, ne? Fangen wir besser hier an. Ich liebe diese Formelei. Ah ja. So, Dille. Ah. Dieses Jahr ist ja echt ein krasses Jahr. Ne? Alle kaufen sich neue Mähdrescher. Der Landfreak, der Sibbers. Sonst glaube ich auch noch irgendwelche andere YouTuber, was ich so mitgekriegt habe. Aber was sind alle auf dem Schirm? Jetzt noch einen Schuhbezieher holen. Komm mal rein. Flutschi wird jetzt vielleicht helfen. Hä? Ich muss schon wieder Lott drücken, oder wie? Oh Mann, ey, ich sag's so. Ah, da wundert's mich ja nicht. Komm mal rein. Wenn man's macht, macht man's richtig. So, auch gut. Ich
Ja, sauber austauschen. So klappt es. Na gut, das passt auch hier. Gut. Oh. Ja, hier. Steine. Steine und kein Ende. Im Sandboden passiert sowas wahrscheinlich nicht. Sowas suchst du nicht vergeblich. Oh, ein Randmesser. Oh, eins, war nur eins kaputt. Schauen wir mal, dass dieses nette Teilchen hier hin muss. Irgendwo auf der rechten Seite hat es geheißen. Aha, okay. Schock sehen. Schock sehen. Staub. Kann ja eigentlich nur hier sehen. Müsste das Teil hier sein. Oder? Ja. Fangen wir halt mal hier oben an. Machen wir den mal raus. Das muss eigentlich. Ja klar. Oh, Alter. Junge. Atze. Also Muni wieder Atze, bitte. Da hätte doch wieder Muni Atze. Ja, fest kommt ab. Also, ach Gott. Dann bauen wir mal den schnell aus. Jetzt habe ich keinen Meter dabei zum Messen, weil der sollte eigentlich immer so knappe 15 cm vom Boden sein. Laut Glas. Also zumindest. Das wird eine Lektion mehr Drescher so. Ich habe aber keinen Meter dabei zu messen, das ist jetzt ein wenig blöd. Aber müssen wir mal schätzen. Der Herzschnitt habe ich glaube auf 15 oder auf 20 gestellt. Also. Au. Wieder um 11 anfangen. Hier. Wenn es schon so losgeht. Ich habe letzte Woche schon Hydraulikschlauch dürfen flicken. Also. Das war zum Glück nur so ein kleiner. Da geht das noch. Aber. Ja, was muss man die Dinger nicht verlieren hier? Das ist ja scheiße. Jetzt habe ich noch extra in den Schatten gestellt, jetzt schießt die Sonne schon wieder weit oben. Ja, das ist eigentlich reicher.
So, also jetzt ist er hier noch fest, das ist der Mister. Das sind also wieder 13, ne? Ja, 13. Dreht um den Mist, gucken wir zur Weite. Ja, ja. Also mein Dreischerfahrer ist nicht nur Knöpfe drücken, wie ihr seht. Vielleicht kam es in anderen Videos mal ein bisschen so rüber, aber das ist nichts. Ach ja, ach ja, ach ja. Darf man das auch mal schrauben. Schrauben ohne Ende. Da geht's ja ohne. Ach ja, je. Dann nehmen wir mal hier hin. Das hört sich nicht schön an. Genau das, was ich nicht wollte. Genau das, was ich nicht wollte. Wäre das schnell gewesen. Okay. Jetzt sind wir da wieder überall wieder. Ja. Ach nö. Vielleicht habe ich noch einen Ersatz. Machen wir nach. Schmeichel weiter. So, jetzt haben wir das hier. Das ist hier noch fest. Sag mal. Das ist gut gemeint mit Festschrude. Meine letzte. Nein, sie ist echt gut gemeint. Ist besser. Oh, Mann. Ja, ja, tauscht du mal. Das hat mir gerade gefehlt. Ja, komm raus, du Lüder.
nicht. So ist. Mal erst die anderen. Eins, zwei, drei. Das ist schon los. Ein Wunder. Naja, wir haben ja keinen Stress. Es sind nur 4 Hektar, das Stück, glaube ich. Nein, 4 sind es knapp schon. Und es dunkelt mir ein wenig für Finger. Dunkelt mir ein wenig. Na gut. Dann wird es schon wissen. Na gut. Ja. Der Landfreak kennt er den auch. Auch 9 Drescher, das heißt 9 alten. Eine ganz stylische Kiste. Oldschool Dominator. Bin ich auch mal gespannt. Meine Güte. Für mich wäre das nichts. Ich bin eher so der Hightech-Typchen. Aber ja, dran freut er. Dem gönne ich das. Wenn es einen ärgert, dann richtig, oder? Lenkerkund. Olli muss die. So. Komm schon. Mann. Oh, sag mal, Chef, was du da hast, du. Das ist ja pervers. Oh, leck mich doch am Arsch. Das wäre eben nicht schlecht. Ich weiß nicht, wo sie das so fest ist. Das habe ich noch nie gesehen, die letzten 10 Jahre. Wahrscheinlich noch nie gesehen, die letzten 10 Jahre. Das habe ich kein Gefühl. Kommt sie.
Ja, ja. Oh Gott, Hammer. Jetzt ist schon gut. Geht. Geht. Hi. So, willkommen zurück. Also, Meizeli ist einfach nur katastrophal. Man hat nachher noch Hilfe da bei der Schraube. Oder, ja, da muss man nachher noch Akkuflex holen. Das ist eine Blech, das ging noch gut dran, aber beim Messerklingenwechsel, da war eine Schraube und da ging gar nichts mehr. Naja. Nachher ging es aber ohne genauso weiter, ständig Fingerbroche, Messerbroche, Steine ohne Ende. Also, trotz hoher Schnitthöhe. Also, heute wollte er mich nur ärgern. Aber gut, jetzt sind wir mal im Dinkel, jetzt läuft es besser. Ich meine, der Dinkel, der steht jetzt nicht schön, aber naja. Jetzt muss ich nicht die ganze Zeit abstiegen und reparieren. So wie vorhin. Deswegen habe ich die Kamera erst gerade mal eingeschaltet, weil das war einfach nur Drama. Der Ertrag war auch nur Drama, um die 5 Tonnen. 5, 6 Tonnen circa, also ja. Sah nach mehr aus. Jetzt auch nicht viel. Ein einziger Buckel ist das hier. Ein Hangausgleich nicht schlecht. Schwarz.
Ja. Was haben wir hier? Das ist eine abgebrochene. Wo sonst statt 1. Naja, 1, da liegt nochmal 1. Ja, pro Handfläche ein Korn. Ich glaube, das können wir verkraften. Ansonsten. Ist ja schon feuchter Stock. Leicht feucht. Okay. Dann schaut es eigentlich ganz gut aus. Solche Verlager, wenn eh schon fast nichts drin ist. Ja. Kampf, 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 Kampf. Das Spruch. So, jetzt mal gucken. So, nee, Windkurve, jetzt fahren wir bergab. Läuft jetzt.